Guten Morgen. Ich mache erstmal die Scheibe sauber. Herrlich, Sonne ist schon hoch. Ja, und ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, schon halb neun. Also ein bisschen jetzt Kondenswasser wegmachen. Dann gibt es erstmal Frühstück. Macht ein Bier. Oh, seine Klappe ist auch schon auf. Ist auch schon wach. Was macht? Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Du bist schon länger wach. Ja, ich habe immer schon mal was gehört. Hier gibt es jetzt erstmal lecker Honig. Den habe ich von Björn bekommen. Und ja, wie üblich, Weißbrotschnitte. Und Käffchen. Würde ich sagen, einen guten. Ja, wir genießen den Tag heute hier noch ein bisschen. So ist der Plan. Ein bisschen Video schneiden. Björn schneidet auch noch Video. Und nachher fahren wir in die Stadt rein. Björn kommt noch ein Stück mit in die Stadt. Der will sich dann im Herrnkrug hinstellen. Da gibt es auch schöne Stellen. Und den will er morgen oder übermorgen in die Stadt reinfahren. Ja. Ein paar Besorgungen machen. Ja. Auch noch neue Handyhalterung vom Action. Mhm. Auch beim Decathlon wollte ich mir noch so eine Fahrradjacke holen, so eine etwas dünnere. Ja. Der Sommer kommt ja jetzt bald. Der Sommer kommt jetzt, ja. Da brauche ich die Jacke nicht mehr. Oh, was ist jetzt los? Bin gerade hier beim Videoschneiden. Guck mal, wer steht. Gibt schon Mittagessen. Das zweite Frühstück ist fertig. Oh, sehr gut, ich danke dir, Björn. Einmal lecker Rührei. Oh, das sieht auch gut aus, wa? Oh, fantastisch. Könnte sein, dass sich demnächst unsere Wege öfters mal kreuzen. Warum? Du bist jetzt mein neuer Stalker, weil du Hunger hast? Ja. Schaut mal, so sieht's bei Björn aus, wenn er Video schneidet. Ach, die Spione. Die Spione sind da. Wir kommen jetzt rein zu dir. Wir wollen sehen, wie du hier lebst. Alles, was meine Abonnenten schon mal sehen wollten, können jetzt bei dir auf dem Kanal sehen. Ja, genau. Björn hängt in der Bude. Ausnahmsweise mal über ein Tablet anschneiden. Ah, siehst du? Hatte jetzt so viele Dateien, die ich nicht übertragen habe. Ah. Dementsprechend habe ich die jetzt einfach die Speicherkarte im Tablet reingetan. Ne? Jetzt sehen wir mal deine Bude von innen hier. Ja. Herrlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch aufgeräumt vorher. Aber wir wollen das wahre Leben sehen, wie es hier aussieht überall. Ja. Mal hier. Der Aschenbecher hier drinne, die Dose Energy hier drinne. Die guten Pilze hier. Ja. Kommt, lasst uns mal eine kleine Käffchenrunde machen. Und ja, ich muss mich mal bewegen. Gestern eigentlich viel gemacht. Hab mal einen faulen Tag gemacht. Ja, aber heute will ich mal eine Runde um den See machen wieder. Obligatorische Rundchen. Bisschen joggen. Käffchen trinken erstmal. Geheimen Faden um den See. Herrlich. Sieht alles so wild. Wildwuchs von Kiefern und Laubbäumen. Ja, und gestern bin ich leider nicht zugekommen. Haben wir so viel erzählt mit Björn. Wir haben es erstmal richtig kennengelernt. Ja, ein richtig fauler Bengel, sag ich mal so. Herrlich. Ja, fetzt mit ihm. Haben wir frei. Hier hat man mal einen richtig schönen Blick aufs andere Ufer. Da drüben ist mein Stammufer normalerweise. Da habe ich immer viel Buschkraft gemacht. Herrlich. Schurke, meine kleine Runde jetzt hier. Einen halben Kilometer. Herrlich hier zu joggen. Träumchen. Zack, zack, zack. Durch die kleinen Kiefern durch. Und schon sind wir am nächsten wunderschönen See, ja. Einfach ein Träumchen. Herrlich. Mega urig hier, herrlich. Kleine Dünen hier. Wie geht's denn weiter? Nächsten See. Jetzt geht's die nächste Düne hier hoch. Guckt euch das an. Total mega urig, das ist das Coole hier. Das ist einfach, ja. Ich sag nur eins, ein Träumchen, Leute. Guckt euch das an hier. Wo hat man sowas schon? Es hat so viel geregnet, steht sogar hier Wasser. Cool, ist toll. Wir haben die Seen wieder ein bisschen aufgefüllt, weil in den letzten Jahren haben die Seen natürlich auch an Wasser verloren in den trockenen Jahren. Das ist toll, dass sich das alles doch wieder ein bisschen auffüllt hier. Super. Das sieht ja absolut super aus, ja, herrlich. Mega cool. Schon sind wir auf der anderen Seite. Herrlich. Weiter geht's. Ab zum Björn. Mal gucken, was er macht. Auch hier ist der Wasserspiegel gestiegen. Also schätze mal so 30, 40 cm bestimmt. Ja, alles voll hier. Guck mal an hier. Och, und hier so drüben sogar ist es hin. Wahnsinn. Das ist natürlich cool. War jahrelang hier alles trocken. 40 trocken. Och, guck mal hier. Das ist ja toll. Cool. Ich hoffe, Björn ist fleißig am Videoschneiden.
Das will ich mir nämlich nachher reinpfeifen. Ja. Hier ist er. Fahrerbringer wieder. Immer noch fleißig am Arbeiten. Aber frei. Ja, so muss das ja sein, ne? Ja. Hier gibt es jetzt noch einen Abschiedskaffee. Schau mir nochmal Björn sein Video an vom ZDF. Packen langsam zusammen. Björn hat seine Kästen hier. Auch schön sortiert alles. Wunderbar. Ja, ein bisschen Ordnung muss sein. Ja, deutsche Ordnung hier. Und komm rein. Abschiedskäffchen ist fertig. Pfeifen wir gerade dein Video noch rein. Wunderbar. Jetzt geht's langsam wieder los. Ich ziehe schon meine Schüchchen an. Und Björn packt auch seine restlichen Sachen zusammen. Guck mal, da ist der Bratenbengel. Oh, Badelatschen reingepackt. Machen wir hier oben zu. Zack. Knappe zu. Stützen hoch. Ja, Björn, Wochenende schon mal vorbei. Ja, ist vorbei für die Zeit. Ja, Wahnsinn, ja. Ja. Freitagabend weiß ich noch, hat ein Video geguckt und dann macht es von außen. Guck, guck. Denkst du, hä? Da war jetzt gar nicht im Video. Herrlich, ja. Aber warst du doch schon da. Ja, und jetzt ist die Zeit schon mal vorbei. Wahnsinn, ja. Auch wo ich das Treffen mit Gero hier hatte, die Zeit vergeht hier so schnell. Man könnte hier noch eine Nacht bleiben, aber ja, wir haben ja auch ein paar Wege zu erledigen, ja. Muss man denn doch wieder los. So, angekoppelt die Hütte hier. Zack. Klappe zu und dann geht's los. Wir wollen gerade los und platten, wie das immer so ist. Ja, müsste reichen, weil ich weiß, ich habe so ein ganz kleines Ding hier am Ventil, weißt du, wo es geregnet hat, habe ich da so kleine Bläschen gesehen. Aha. Muss ich noch wechseln. Ja. Die heilige Kamera. Ja, die ersten Meter haben wir schon gemacht, 5 Kilometer. Wir sind auf meinem geliebten Damm hier, Elbdamm. Guck, da hinten ist die Elbe, Magdeburg. Ja, wir düsen jetzt weiter hier. Björn, wie gefällt's dir? Super, schön asphaltiert hier. Ich hätte übrigens eine gute Wohnung für dich hier in Magdeburg. Ich kenne da einen Bunker, einen verlassenen, mitten im Wald. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich da was organisieren kann. Meinecke, der Bunker ist meiner. Ich komme. Ich ziehe da auch ein. Gefällt mir die Bude. Machen wir eine WG, Bunker-WG draus. Ja, richtig schöner Sonnenuntergang. Sonne ist gleich weg. Ja, wir sind gleich nach Eretzberge. Und ja, Björn möchte sich dann in Herrn Krug. Ja, du siehst es leider nicht. Björn möchte sich dann in Herrn Krug irgendwo hinstellen da. Nacht vorbringen. Da hast du auch schöne Ecken. Wunderbar. Und hier geht es jetzt weiter für uns. Sieht doch mal cool aus, wie der Björn da fährt. Im Sonnenuntergang. Jetzt zeige ich coole Aufnahmen von dir. Jetzt kommt die Sonne nochmal raus bei dir. Herrlich, das sieht echt gut aus. Ja, guck mal. Träumchen, sag ich mal. Guck sie nochmal vor die Sonne, gleich ist sie weg. Ja. Echt cool. Ja, wir sind jetzt in Heiretsberge. Björn hat hinten kurz Licht angemacht. Ich hatte es vorhin schon an. Ja, ist nicht mehr weit. Dann sind wir am Herrenkrug und da wird er den Tennen. Ja, hätte auch noch weiter mitfahren können, aber ja, ist ja okay. Wir sind jetzt aus Biederitz raus. Ja, wo ist Björn jetzt? Ich sehe ihn gar nicht. Hinter mir. Ja, wir sind gleich wieder an der Ehe hier. Guck mal, alles überschwemmt. Ja, da hinten kommt denn schon der Herrenkrug. Björn traut sich nicht vorbei. Björn, das ist die Ehe. Wir sind jetzt hier am Herrenkrug-Hotel. Ja, und für Björn habe ich 2 Schutzhütten, sind mir noch eingefallen, am Elberadweg. Und wenn die zu belebt ist, könnte er sich noch eine andere hinstellen. Da fahren wir mal hin jetzt. Er ist da stehen geblieben. Ah ne, er fährt Holperstein auf. Wieso fährt er denn nicht da, wo ich lang bin? Oder will er etwa im Herrenkrug-Hotel einchecken? Keine Ahnung, muss man da mal fragen. Oder willst du im Herrenkrug-Hotel einchecken? Du bist da eben stehen geblieben. Das könntest du auch machen.
Ja, ne? Ansonsten hätte ich zwei Schutzhütten zur Auswahl. Einmal hier hinten am Elberadweg oder rechts weiter mehr im Wald. Kannst du dir den überlegen. Oder stellst dich voll in den Wald. Oder du nimmst doch den Bunker von Fritze heute. Nee, ich bin zu weit weg heute. Ja, das wären nur 20 Kilometer. Könnte natürlich sein, dass die Hütte überschwemmt ist, weil die Elbe ist echt gewaltig hoch hier. Wahnsinn. Guck durch das an. Hier kommt sie irgendwo. Das ist jetzt hier die Hütte für Björn. Richtig top gelegen, genau am Elberadweg. Schaut mal hier, falls es regnet, kann er hier runter. Also ihr seht wahrscheinlich auch nicht viel. Und da hat er gleich die Elbe, wunderschön. Kann man noch ein bisschen die Sonne genießen, die natürlich schon weg ist, aber es ist recht restlich Licht. Und er richtet sich gerade ein hier, wunderbar. René, hat mich gefreut am Wochenende. Ja. War ein schönes Wochenende. Hat mich auch gefreut, ja. Sehen uns die Tage bestimmt nochmal. Genau, ja. Kommt die Tage nochmal vorbei, sehen wir genau. Uns nochmal. Ja. Ja. Würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier erstmal, ja. Ja. Tschüss, Björn. Ah. Ciao, cool. René. So, los geht's. Björn, tschüss. Ihr seht nichts mehr, ihr seht jetzt ein bisschen mich. Jetzt geht's ab in die Stadt. Ja, wir haben noch ein bisschen geschnackt, euch ist schön. Und ja, jetzt geht's für mich wieder nach Hause. Ich hatte auch überlegt, noch draußen zu pennen hier, aber ich habe jetzt auch nichts mehr zu trinken. Und ja, fahren wir rein. Also ein Abschied ist schon komisch. Aber ich habe jetzt kein Wasser mehr. Zu essen hätte ich noch, aber Wasser ist alle. Wir haben so viel Kaffee gesoffen. So, ich bin mal wieder auf der Pettenkoffer. Ja, und einen coolen Spot zum Übernachten hat ja der Björn. Das ist eine ganz tolle Stelle da. Schöner Elbblick, herrlich. So, bis zur Tangente bin ich schon. Ja, ist wenig Verkehr, sieht da ja nicht viel los. Ja, bin wieder beim Florapark. Da fährt der Bus hin. Gleich sind wir wieder Hieme. War ein super Wochenende mit dem lieben Björn. Jederzeit wieder, Björn, würde ich mich freuen. Bist immer herzlich eingeladen bei mir. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, ich bastel, schweiß ein bisschen rum. Ja, und zwar bereite ich den Blauen vor auf die nächsten großen Touren. Denn hier sind die Aufnahmen für die Dämpfer total verbogen, das hält nicht. Und die verstärke ich gerade hier. Und mal gucken, ob das denn hält. Wird alles ein bisschen verschweißt. Jetzt die verstärkten Teile noch reinschrauben. Und dann wollen wir hoffen, dass es hält langfristig. Lustig, ich habe die Kamera hier drin vergessen. Schon mal den Plan hier drüber gemacht. Und die schützt wirklich gut hier, die Plane. Und an denen mache ich auch noch. Hier hatte ich auch noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Wird immer alles gut gepflegt hier, Leute. Müsst ihr auch machen. Und was ich gerade feststelle, der ist wirklich hier super leicht. Ja, der wiegt 50 Kilo, also das merkst du schon, das ist ein mega Leichtgewicht. Wasserdichtigkeit testen wir auch gleich. Und gut Wasser hier drauf machen auf die Hütte. Guck mal, wer da angefahren kommt. Hey! Na Björn, wie gefällt dir Magdeburg? Hat noch einen Pressetermin gehabt? Ja, herrlich, ja. Ich fahre jetzt nicht mal durch die Stadt, mich hält nicht die Presse an. Ja. Komisch, das stimmt doch halt nicht. Gestern sämtliche Fans von dir getroffen, grauenvoll hier. Das ist gut. Einwandfrei. Björn ist ohne Motor unterwegs, auch ein Stromproblem hat er trotzdem, muss erstmal alles aufladen. Ja. Herrlich, ja. Die ganzen Videos, Navigationssysteme, frisst alles so viel Strom. Ja, klar, das frisst jede Menge. Das ist Wahnsinn. Ja, und über Solar kommt noch nicht noch rein. Er hat ja ein Solarmodul hier oben drauf, aber. Hat vielleicht ohne Macke gekriegt, aber im Winter, sagt er. Hier gibt es jetzt erstmal ein Käffchen und Kuchen mit Björn. Ja, Kaffee und Kuchen, so muss das sein. So kennen wir es von Enduro, ne? Ja. Ja. Ich fülle jetzt Björn noch ein bisschen Wasser auf und dann fährt er weiter. Björn packt jetzt noch alles zusammen, verschnürt alles, dann geht es Richtung Heimat. Welche Heimat? Ganz Deutschland ist meine Heimat. Vielen Dank, René. Ne? Ja, war schön mit dir, Björn. Fand ich auch. Wir sehen uns wieder. Ja. Spätestens in Kassel, denke ich mal. Ne? Genau. Irgendwo da in der Ecke. Ja. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, mach's gut, Björn. Ja, du alles auch. Gute. Wir bleiben in Kontakt und sehen uns dann spätestens. Ja. Irgendwann. Ja. Fahr mal Bengel. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Hallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder euer Enduro.
Ja, heute mal eine kleine Picknickrunde mal wieder. Hier steht's Radl. Und zwar gibt es ein Abschiedskäffchen mit dem lieben Björn. Der ist aber noch hier in Magdeburg oder in der Umgebung. Ich fahre jetzt noch mal hin, trinke noch ein Käffchen. Ja, und teste gleichzeitig hier mein neues Mikro. Hier ist es. So ein Rode. Von DJI, das MIG 2. Ja, bin ich mal gespannt, wie das Mikrofon hier funktioniert. Das gut die Windgeräusche wegmacht. Der hat mitgekriegt auf der Wintertour. Sturm wird irgendwie immer mehr. So, Kuchen hätten wir, ja. Kann Björn auch reinhauen. Björn ist nämlich meiner Kumpel. Das war der Bengel. Unterwegs bin ich übrigens hier mit dem Tinways. Fährt sehr gut. Ja, der hat ja Mittelmotor hier. Da ist er. Und die Drehmomentunterstützung funktioniert auch echt super. Kann man nicht meckern. Machen wir noch eine kleine Runde durch die Stadt. Hier vorne kommt jetzt die Tangente. Dahinter ist der Bahnhof. Da seht ihr jetzt den Bahnhof, auch den Busbahnhof. Ja, cool aus. Guck mal, da drüben ist mein ehemaliger Arbeitgeber, Jobcenter. Fahren wir auch vorbei. Hier ist jetzt das Alex, fast jetzt im Zentrum. Ja, da vorne ist McDonald's. Linksseitig dann der alte Markt, der kommt denn da. Ja, das Gebäude haben sie neu gebaut hier, das ist ganz neu. Großes Einkaufszentrum hier. Da geht es dann auch noch lang und hier geht es auch noch lang. Kuckuck. Hier ist die Jugend. Kuckuck. Ja, die haben freundlich gegrüßt. Super. Ah, jetzt fahren wir über die Elbbrücke hier. Richtig cool auch hier. Da drüben die andere Richtung. Da geht es nach Dresden. Da müssen wir hin nach Süden. Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Björn ist am See von Camper Marco, an seinem Stammsee. Da hat er sich wohl nicht eingerichtet. Ja, mit Fritz seinen Bunker ist er nicht geworden. Oh, guck mal, da unten Paddler. Ja, Magdeburg hatte früher auch eine große Kanuszene. Oh, da kommen noch mehr. Anscheinend wird es wieder in. Ja, hier bauen sie eine ganz neue Brücke. Seht ihr das? Riesenteil. Das sieht ja gigantisch aus. Guckt euch das an. Wahnsinn. Das ist jetzt hier die alte Elbe. Hier geht es jetzt weiter. Ich kämpfe mich hier gerade Ursus Holperstein lang durch Krakau. Ja, die Ecke von Magdeburg bin ich auch sehr selten unterwegs. Ich glaube, Krakau ist es. Ich kann euch nochmal die Karte hier einblenden, wo ich hier gerade bin. Und versuche mich gerade zum Elberadweg durchzukämpfen. Dann müsste hier sein. Durch die Baustelle bin ich jetzt ganz woanders lang gefahren. Wollte eigentlich durch den Roter Hornpark fahren, aber das hat ja nicht geklappt. Ja, jetzt sind wir hier richtig genau. Da drüben auf der anderen Seite ist der Roter Hornpark. Und hier ist nochmal eine Brücke. Genau, das ist eigentlich rüber. Ui, ganz schön hoch, die Elbe. Ja, Wahnsinn. So, hier ist die Fußgängerbrücke. Müssen wir jetzt eigentlich lang? Ach, hier unten. Ja, cool aus. Fahren wir die absoluten Geheimpfade lang. Ja, hier ist nämlich ein Wasserfall. Guckt euch das mal an. Oh, ist wirklich hoch, den sieht man ja gar nicht. Echt cool. Ja, müssen wir natürlich aufpassen, wenn ihr da kommt. Gewaltig hoch das Wasser, Wahnsinn. Ja, die Brücke. Alles überschwemmt hier, Wahnsinn. Sind wir gleich raus aus Magdeburg. Und immer schön den Elberadweg lang. Ja, wir sind jetzt in Pechau. Die letzten Zipfel hier von Magdeburg. Ja, hier nochmal so ein Hotel. Sieht richtig cool aus. Und hier ein Natursteinhaus. Sieht auch richtig cool aus. Ja, und rechtzeitig immer noch überschwemmt. Ja, ganz rechts ist die Elbe. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Linksseitig auch gewaltig überschwemmt hier. Oder gibt es hier irgendwo ein Durch? Ah, hier gibt es so ein Durchding. Guck mal. Das kommt von da nach da durch das Wasser. Auf die Elbwiesen hier. Ja, super. Das Waldgebiet, was ihr jetzt hier seht, ist der Kreuzhorst südlich von Magdeburg. Vorwiegend Laubbaumbestand ist das hier. Zieht sich östlich von der Elbe lang. Der Elberadweg geht hier schön durch, richtig schön. Jetzt natürlich nicht ganz so cool da ohne Blätter. Total urige Natur hier. Ja, ich sollte öfters mal hier lang fahren. Im Wohnwagen bin ich noch gar nicht hier lang. Ja toll, fährt immer auf dem Elbdamm hier lang. Da hinten muss er dann gleich kommen, der Björn. Muss erstmal hier auf der Karte gucken, da oben bin ich, da ist Björn, da wo der Rote ist. Ja, hier hört jetzt der gute Weg auf und geht da so, ja, so weiter. Ja, sieht sehr, sehr urig aus. Auch teilweise alles überschwemmt hier, auch hier sogar linksseitig. Ja. Wo da drüben muss er sein. Wir müssen jetzt hier, würde ich sagen, rechts hier. Mal gucken.
ein altes Gebäude hier. Lost Place noch. Und mal wieder schönes Holperstein. Es war schwind. Das ist, was hier ist. Wir fahren einfach mal hier lang. Gucken, ob wir Björn irgendwo hier gleich sehen. Oh, hier kann man auch echt gut stehen. Wohnwagen. Ist er hier irgendwo? Björn, wo bist du? Mega Holperstein, wo er hier ist. Boah, wo ist er denn mal? Ach, guck mal, da ist doch was Grünes. Da ist er doch. Da hat er sich versteckt hier. Guck mal. Hinter einer Hecke. An der Feuerstelle. Kuckuck. Kuckuck. Ja, da ist er doch. Kaffeewasser sitzt schon drauf. Oh, ist schon fertig. Ja. Hier fehlt noch eine Kaffeekanne, sehe ich gerade. So, wir lassen es uns jetzt schmecken hier, einen guten. Und Prösterchen. Ja, jetzt gibt es erstmal einen zweiten Käffchen hier. Kaffeebude wird aufgemacht. Kuchen ist schon aufgegessen. Wolf, wo hört der denn zu? Oh ja, wo ist du denn hin? Und jetzt haut er ab. Das dritte Mal Abschiedsszene drehen jetzt mit Björn. Herrlich, in einer Woche dreimal Abschiedsszene, haben wir gerade gesagt. Ja. In einer Woche. Dritte Mal vom Enduro nicht verabschieden. Wer weiß, vielleicht morgen nochmal. Ja. Wenn ich ihn sage, wo ich lang fahre, sagt er, dann nochmal Pause machen. Ja. Kaffeestopp. Ja, genau. Na gut, dann würde ich sagen, Björn, bis zum nächsten Mal. Wir telefonieren, wir hören uns. Ne? Ja. Spätestens in Kassel sehen wir uns, in alter Fusche. Das auf jeden Fall. Alles klar. Achso, nee, das Video endet noch ja nicht. Ja. Seht ihr. Tschüss, Björn. Macht's gut. Tschüss. So, diesmal mal los, Leute. Ich hoffe, ihr hört den Ton noch. Das ist gleich mal ein Test wegen dem Mikro, wie weit das reicht. Ich werde den gleichen Weg wieder zurückfahren. Ja, Leute, ich kämpfe mich jetzt hier die Holpersteinstrecke hoch. Ich komme jetzt gleich auf den Damm. Ihr steht da schon. Müsstet mich jetzt gleich sehen, wie ich hier vorkomme. Guck mal, hier bin ich, ich winke. Ja. Gucken, ob das so klappt. Ob der Ton gut ist. Bin mal gespannt. So, jetzt hier hoch. Jetzt fahren wir den gleichen Weg wieder zurück. Es war ein bisschen langweilig, aber das ist jetzt am besten. So, dann kommt mal mit. Zack. Und weiter geht's jetzt hier. Ja. Sonne ist gerade am Untergehen. Richtig schön, auch schönes Wetter. Schöne Ecke ist das hier, dieses Waldgebiet. Links wie rechts Wasser. Guck mal, hier ist dann wieder die Elbe dahin. Irgendwo alles überflutet. Ja, und da hinten kommt dann schon wieder Magdeburg. Na gut, und hier haben wir durchforstet. Stimmt, das ist vom Durchforsten da. Ganz nah ist jetzt hier die Elbe. Echt cool. Totale Ruhe auch gerade. Kommen wir noch über die Fußgängerbrücke rüber. Guckt euch das an hier. Doch mal herrlich aus. Jetzt geht's rüber zum Roter Hornpark. Machen wir noch eine kleine Runde hin. Und hier ist dieser Wasserfall. Ja, das ist hier der Roter Hornpark jetzt. Kleines Naherholungsgebiet oder ja, kleiner Park. So südöstlich von Magdeburg. Gibt's auch Ausflugslokale. Richtig toll hier ein See. Der ist hier drüben. Der hat er nicht richtig sehen hier. Da ist er. Der Adolf-Mittagssee. Geht es jetzt weiter Richtung Innenstadt. Jetzt richtig schön die Magdeburger Dom. Und davor hier der MDR. Und hier linksseitig die Hyperschale. Da seht ihr jetzt hier die Innenkirche und dann kommt da linksseitig oder mittig das Allee-Center. Ja, da fahren wir gleich hin, hier lang. Bin ich hier die Brücke hochgefahren und ja, komme hier jetzt an. Da geht es dann wieder hoch. Polizei, suche mich. Oh ja, fahren gleich hierher. Ja, und ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ja, jetzt, wie gesagt, geht es den gleichen Weg zurück. Dann sind wir wieder beim Bahnhof. Ich bin jetzt wieder gut zu Hause angekommen. Das Fahrrad hier, das Tinways Argo X, hat sehr gut durchgehalten. Waren ca. 40 Kilometer gewesen. Ja, und war ein super Abschiedskäffchen mit Björn gewesen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht euch einen schönen Tag, macht euch ein schönes Wochenende. Ciao, euer Enduro.